Nö. Ein paar Fehleinstellungen. Ne? Ja, schon wieder gewonnen. Ne, machen wir nochmal. Macht doch nichts. Erstes Spiel, Mensch. Das ist alles in Ordnung. Sag mir, wer da gleich wieder aufgemacht hat, bitte. Und Wieder dann. Installateur, ich mach's aufgrund der 4G-Leitung nicht. Ja, tut mir bitte einen Gefallen, gleich nochmal erst ins Spiel gehen, wenn ich Bescheid gebe, weil ich hatte den Timer alles nicht eingestellt. So, na ne, gut, kein Problem. Nee, also wie gesagt, alles vernichten, ein Starteinheiten begrenzt, uns alles eingestellt. Ja, alles Ja. wunderbar. Ja, Jetzt und aber. Alle guten jetzt. Dinge sind drei, ne? Was denn? Alle guten Dinge sind drei. Richtig, also das zweite Mal, danach gibt es noch ein drittes Mal. Wenn ihr jetzt. Jetzt dürft ihr starten, wenn ihr im Spiel seid, sagt Bescheid. Gut, ich habe gestartet. So, ich bin drin. Okay, Jo. alles klar. Dann viel Erfolg auf ein neues. Bis gleich. Yep. Ja, Nervosität. Ja, das passiert. Ist völlig normal, darf passieren und da haben wir auch nichts gegen. Aber es wird, wie gesagt, spannend. Beide werden mega nervös sein. Ihr erstes Match hier in der Liga, hier im Live. Wir können gespannt sein. Ich habe beide noch nicht spielen sehen. Ja, ist auch völlig normal, nervös zu sein. Und über sowas machen wir uns nicht lustig. Ich kann es einfach nur verstehen, weil auch selbst ihr könnt es nicht glauben, wenn ich selber hier im Live spiele, also zumindest bei CNC. Und als ich das getan habe, war ich auch mega nervös. Also ich kann hier besser schnacken und moderieren, als dass ich selber spiele. Welche spielt welche Frack? Also, die da oben. Der Installateur nimmt die Alliierten. Der Herrscher der Hölle nimmt die Sowjets. Welche direkten Fraktionen die genommen haben, welches Land, kann ich nicht sagen. Habe ich nicht drauf geachtet. Achte ich auch nicht unbedingt immer drauf. Ja, der Installateur hier im Blau unterwegs. Der Herrscher der Hölle ist in Rot unterwegs. Sehr, sehr spannend. Spannend ist auch hier, CCLP hier vorne. Werbung. Hut ab. Aber er konnte schon so ein bisschen, ne? Baut fleißig hier Soldaten, hier die Schützen. Der Herrscher verteilt die so schön übereinander hinweg. Obwohl hier tatsächlich der Installateur hier effektiv weiter am Scouten ist. Moin, Stefan. Schön, dich zu sehen. Ja, beim Installateur, der ist jetzt auch relativ passiv, aber jetzt hier auf der Insel zumindest nicht weiter unterwegs. Diese Map ist echt. Ich habe übrigens bei der Map, glaube ich, noch nie ein Spiel übertragen, geschweige selbst mal gespielt. Und die ist sehr speziell. Wir haben hier unwahrscheinlich viele Wasserwege, das seht ihr ja, wo auch Einheiten durchschwimmen können, also Wassereinheiten. Ist die Frage, ob sie auch tatsächlich das Raketenboot hier, in dem Falle wäre es der Herrscher gewesen, der hier das Raketenboot bauen kann. Oder ist es der Herrscher? Und bei den Alliierten, den Kreuzer, den einen. Mal sehen, ob sie den nutzen. Ich bin gespannt. Die Map an sich, so mein Fazit jetzt, so nur nach dem Sehen, ist sie sehr spannend. Ich habe sie ja mit ausgesucht, mit dem CNC-Team. Und ich finde es echt, ich finde die doch schon sehr, sehr spannend. Aufgrund dieser Wasserläufigkeiten, ne? Für die schwere Liga. Es war ja auch ursprünglich mal geplant, dass wir in jeder Liga verschiedene Ligen, also Maps haben. Nur ich habe mir gedacht, ich hatte mich darauf ausgesprochen, dass wir alle drei Ligen dieselben Maps haben. Da auch viele Anfänger gerne mal bei den Profis gucken, wie die denn auf den Maps spielen. Deswegen haben wir. Können wir uns darauf gefasst machen, in der schweren Liga diese Map? Das kann interessant werden. Also, das kann echt interessant werden mit der Profiliga. Ja, aktuell normal im Aufbauen hier. Naja, was heißt normal? Hier sieht man auch schon wieder ein gutes Opti-Bild hier mit den Kraftwerken. Müsste eigentlich schon längst den zweiten abgebaut haben. Wobei hier Diamantenvorschuss reicht eigentlich. Hier sieht man auch ordentlich Kohle hier beim Herrscher im Portemonnaie.
Stimmt. Der Chris hat recht. Bei diesem Spiel habe ich mit der Community gespielt. Achterspiel. Ich war auf dieser Insel hier. Und dann hieß es, da ich kann mich noch erinnern, unseren Jack Daniels, der auch mal Zuschauer bei uns gewesen ist, habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Der hat gesagt, Kato, du musst die Brücke da oben zerstören, die kommt sonst von oben. Ja, ja. Und ich hatte hier alles weggeirnt. Hier ist ja gar kein Erz, was nachwächst. Und hatte hier direkt rechts, ich weiß nicht, bin ich da halt in dem Markt, keine Ahnung. Und hier oben auch ein Gegner. Und da auch. Und ich hätte nur Erz hierher bekommen können. Ja, die Brücke war zerstört, ich kam nicht rüber. Es war... Na! Ah, Na! Ah. Das hat richtig weh. Oh, U-Boote werden gebaut. Ja, der Erste, der schon auf U-Boote setzt hier. Da wird aber auch schon gebaut. Wie kann man bei der Liga mitmachen? Belohnungsabwachs, ganz einfach. Log dich bei uns auf dem Discord-Server ein. Da wird alles erklärt, wie du daran teilnehmen kannst. Ansonsten findest du den Link auch direkt auf meiner Website oder gibt es einfach Ausrufezeichen DC ein. Da kriegst du auch den Link für den Discord-Server. Join unseren Discord-Server einfach ganz gemütlich und dann helfen wir dir da weiterzukommen. Ansonsten sind da auch viele Schritte beschrieben, wie man hier bei der Liga mitspielen kann. Aktuell haben wir jetzt heute die zweite Season eröffnet, die auch geschlossen ist, gründen aber noch weitere Ligen. Also fortlaufend werden wir Ligen gründen und neue auf dem Start freigeben. Daher, wenn ihr Lust habt, gerne einfach bei uns mitzumachen, joint den Discord-Server und sagt Hallo und dann führen wir euch in die Liga mit ein hier. Und Angriff nicht, ja, kein Angriff. War kein Angriff. Oh oh. Hier kommt ja hier nicht durch, ne? Hier sind Raketen-U-Boote, werden hier ganz gut. Also die U-Boote sind aus meiner Sicht hier vielleicht ein bisschen Geldverschwendung gewesen. Auf Windows, aus dem Windows-Tablet kann man das auch zocken, ja. Ah, guck mal, wer sich hier langsam Frontbase aufgebaut. Also der Installateur ist schon fleißig unterwegs hier. Ja, die Spielweise ist natürlich bei vielen anders. Hier, es kommt immer auf die Wege an. Wenn du lange Wege hast, lohnt sich das manchmal schon, in einen Kreuzer, beziehungsweise einen Sammler mehr zu bauen. Oh, oh, guckt euch das an. So schlecht ist jetzt das Bild hier und auch das Movement hier vom Installateur gar nicht. Also er schickt schon ein paar Einheiten at front. 3 Minuten CD haben sie noch. Moin David, schön dich zu sehen. Ja, wir sind hier gerade noch in der Friedensphase, daher Achtung. Siri, aufpassen. Oh, oh, guck mal, da merkt man, er hat Angst wegen den Regeln, aber gut reagiert, wenn man sich unsicher ist, lieber wegziehen, finde ich gut, nichts gewesen hier. Sehr schön gemacht, also das war hier definitiv kein Testspiel, das ist sogar ein Ligaspiel, Jurise. Wir haben heute die nächste Liga eröffnet, die zweite Season läuft gerade, das ist das zweite Spielen in der neuen Liga. Hier, der Installateur gegen den Herrscher, sind ganz neue Spieler bei uns in der Liga. In der leichten 2. Also wir haben ja mehrere leichte Ligen. Mittlerweile läuft es bei uns hier richtig rund. Also jeden Tag neue Anmeldungen. Jeden Tag werden neue Spieler einklassifiziert und in die Ligen gepackt. Und trainieren fleißig mit den anderen. Spannend, echt wirklich spannend. Ja, die Sammler, die fräsen. Sag mal, die haben die hier nur Diamanten, ne? Hier oben überall. Schaut euch das mal an. Nur Diamanten. Oder Kristalle. Nennen sie auch Kristalle. Wie auch immer. Nur 2 Erzfelder. Und da hat hier natürlich der Installateur richtig reagiert. Den MBF hier rüber gesetzt und gleich eine RAF gebaut. Nee, das mit den Wetten kannst du jetzt vergessen. Die müssen jetzt laufen. Das ist wahrscheinlich wegen dem Neustart. Oh. Oh, Verteidigung wird gebaut. Hier auch schon auffällig. Überall Rockets gebaut. Jetzt nur Abwehr, Luftabwehr.
eine Tesla gebaut. Wie sieht es hier in der Base aus? Hier sind auch überall Rockets gebaut. Also die haben auch schon Erfahrung mit unserer Community gemacht anscheinend. wie viele aktive Spieler sind in der neuen Liga? Ich weiß es nicht. Warte mal. Also über 50. Über 50 Spieler sind wir mittlerweile. Und es wird täglich mehr. Also wir haben auch Wartelisten, die jetzt gefüllt werden. Ja, Landteam, können wir nicht mehr machen, weil jetzt sieht man schon zu viel. Geht nicht mehr. Ja, David, also unsere Liga wird immer voller, der Andrang wird auch immer höher. Und ich freue mich persönlich hier als Hauptveranstalter und Organisator dieser ganzen Geschichte, freue mich sehr darüber, dass so viel Andrang ist und so viele Menschen hier tatsächlich zu uns finden und diesen wahnsinnigen Spaß haben. Vor allen Dingen ist das hier ein sehr, sehr tolles Niveau hier auch von der Kommunikation hier bei uns in der Community. Naja, da erstmal Hut ab nochmal an die Zuschauer und an die Community, dass ihr so wahnsinnig geil drauf seid. Also es macht richtig viel Spaß mit euch, die Chats zu lesen, wie lustig das ist. Ja, Jurise, wir haben ein bisschen angepasst an den Regeln. Und zwar in der leichten Liga dürfen sie jetzt ein Kreuzer, ein Raketen-U-Boot bauen. In der mittleren Liga dürfen sie weiterhin drei Kreuzer bauen, aber zusätzlich auch nur drei Raketen-U-Boote. Und es gibt diese Belagerungszone nicht mehr, weil es einfach nicht machbar ist. Die hatten wir damals in der Rückrunde eingeführt und uns, Achtung, Erkundungssatellit ist raus. Ja, Tobi, moin! Ja, das Spiel kann man nicht runterladen. Das, also nicht umsonst, das muss man tatsächlich bezahlen, ist aber glaube ich noch im Angebot bei Steam für ein paar Euro 99, ich glaube 2-3 Euro. Ja, wie sieht's aus hier? Also, hier mal Lucky Lucky. Baut hier in der Mitte schon. Das ist gut. Das ist strategisch sehr gut, dass er hier eine Verteidigung baut. Also sind beide sehr defensiv. Ich kann mir auch hundertprozentig vorstellen, dass beide sehr, sehr nervös sind an ihrem ersten Spieltag hier. Ja, grüß dich auch, Tobi. Jetzt ist die große Frage, das Handling hier, ne? Zwischen schweren Panzern und V2-Raketen ist immer so eine Sache. Die wenigsten lassen tatsächlich die Tanks nach vorne gehen und dann als zweites die V2-Raketen. Ne? Da sieht man dann immer schon so, wer das Movement schon ein bisschen länger geübt hat. Da können wir gleich hier mal sehen, wie es hier beim Herrscher so aussieht. Auffällig ist, dass der Installateur sich wahnsinnig gut nach vorne gebaut hat und gerade die Mitte auch schon gesichert hat. Sehr, sehr wichtig, die Mitte zu sichern. Ja, macht die Brücke jetzt kaputt, ist auch nicht verkehrt. Das könnte gefährlich werden. Schaut euch das mal an. Wenn er tatsächlich hier durchkommt und hier, hier muss tatsächlich der Herrscher reagieren. Gleich sein eigener Panzer down. Oh. Ja, kann man so machen. Das ist denn nicht auch die Marksche Methode, denn der Mark hat das als allererstes mal im Stream gebracht, seinen eigenen Panzer auf der Brücke zu zerstören. Das habe ich so gefeiert. Ah, geil. Ah, danke für die Rosen und für die Subs. Moin, Prof, auch schön dich zu sehen. Ja, ist natürlich gut. Wenn er jetzt hier schafft, noch mehr Zerstörer zu bauen, kann er hier ganz schön Babule machen hier. Gut ist, dass hier Tesla stehen. Das hätte er das geahnt, dass er so schnell kommt, ne? Hat natürlich auf der falschen Seite die U-Boote jetzt gepackt, aber das konnte er ja nicht liegen. Mal sehen, ob er das irgendwie korrigiert. Was mich jetzt aber so ein bisschen stutzig macht, ist, er versucht es nicht mal. Er dürfte das noch nicht mal richtig so sehen mehr. Die Schatten müssen schon zugewachsen sein. Er muss sehr hellhörig werden. Verdammt, ist da was in der Nähe? Ich habe da keine Einheit jetzt hierher laufen sehen. Damit er guckt mal, was ist da los? Ja. Also wie gesagt, CD ist jetzt abgelaufen. Sie können jetzt angreifen. Und genau das, was ich befürchtet habe, tut der Installateur auch. Nur mit vier kleinen Bötchen kommt er nicht weit. Da schaffen die Panzer und die Tesla was locker, den kaputt zu machen. Da muss schon ein bisschen mehr kommen.
Achtung! Oh, 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 oh! Ah, echt, Philipp? Hast du das Video gesehen? Ja, das habe ich heute gerade veröffentlicht. Die Shooter der Woche. Oh, 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 oh. Ja, wie ist es? Oh, guck mal hier. Der Herrscher bewegt sich jetzt ein bisschen at front. Warten wir ab, was da passiert. Wie heißt es bei Steam? Benjamin, das Spiel heißt bei Steam Command Conquer Remastered. Das ist die überarbeitete Version von Alarmstufe Rot und dem Tiberium-Konflikt. Ist sehr, sehr nice geworden und integriert sich hier bei uns in, bei CCLP, bei Katastrophe LP, als tatsächlich ein Ligaschlager. Also unwahrscheinlich viele Leute, die Bock darauf haben. Und auch nicht wussten, dass es eine deutsche Community gibt. Ja, hier sind wir. Hallo. Ihr könnt gerne zu uns kommen. Wir haben noch viel vor mit euch. Also mit den bisherigen, die bei uns auf dem Discord schon sind. Die Zukunft wird viel bringen. Wir werden mit euch weiterentwickeln. Das tun wir ja auch. Ihr wisst das ja, für die, die schon zuschauen und dabei sind. Ihr habt die Möglichkeiten, auch Spiele zu voten, vorzuschlagen. Wir entwickeln mit euch eine riesen Community mit viel, viel Support. Mit euch im Nacken. Also es wird wahnsinnig spaßig hier. Und ist auch jetzt schon spaßig. Achtung! Jetzt gilt aufpassen. Und ach, die Rocket, ja, die V2, hier. Wie wird er das handeln? Ja, er hat die nicht getrennt. Und geht direkt auf Panzer. Die nicht auf die Gebäude gegangen, direkt auf die Panzer gegangen. Oh, das wird eine Materialschlacht hier bei beiden. Nee, Master Leon, haben sie nicht. Vor allen Dingen nicht als Streamer jetzt. Da ich hier nur im Stream bin, kann ich so oder so nichts anklicken. Oh, dass er tatsächlich hier noch mit knapp drei Panzern hier jetzt gleich. Ja, stehen doch noch die drei. Jetzt nur noch zwei. Er hätte auf die Gebäude zuerst gehen müssen. Das wäre strategisch besser gewesen. Die waren auch eher unbewacht als die Ecke hier, wo die Einheiten kamen. Jetzt hat er ihn zumindest erstmal wachgerüttelt, den Installateur, der Herrscher. Da hat er gesagt, nicht mit mir. Und wie ich gerechnet habe, mit den Zerstörern unterwegs. Und er reagiert hier nicht. Oh, 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 das tut weh. Da muss der Herrscher jetzt reagieren. Warum? Ja, hier ein paar Autopath-Finding-Problem. Ja, das ist immer so das Problem, wenn man sie rumschickt und sie fahren dann rum, ne? Langer Weg. Das ist Command Conquer Remaster, tatsächlich. Also, das kann natürlich hier sehr spannend werden. Noch mit einer Materialschlacht, nämlich bei den beiden. Aber ich ahne Böses. Die Schiffe sind kaputt. Er hat zu wenig losgeschickt. Wenn er sich jetzt traut, könnte er ihm hier tatsächlich gefährlich werden. Leichte Liga gerade. Leichte Liga. Ja, beim nächsten HUD. Ich werde es ja ausbessern. Das ist ja mein HUD-Display, was ihr jetzt gerade seht. Hier oben und hier unten. Das ist jetzt so ein Prototyp, den ich heute mal eben auf eine Schnelle fertig gemacht habe. Den möchte ich natürlich verbessern. Ja, die Schrift muss da oben größer. Das da auch. Ich hatte das extra so gemacht. So schmal, damit ich die TikTok-Videos für euch in Zukunft auch gleich mit Inhalten hier gefüllt habe. Ich muss überlegen, wie ich das mache. Ich weiß noch nicht wie. Ich guck da mal. Also, sie sind beide sehr, sehr zurückhaltend, muss man sagen. Ne? Also, der Herrscher versucht schon ein, zwei Movements hier. Der Installateur auch. Nur jetzt geben sie sich wieder eine Pause. Aufatmen. User, wie heißt das Spiel? Command Conquer Remastered. Sieht man leider hier oben nur zu klein. Ja, Panzer werden produziert. Schiffchen kommen da von unten. Blau sieht man sehr, sehr schlecht, ne? Nee, ist die KS auch nicht. Ich weiß. Aber ich muss probieren. Wenn ich nicht probiere. Es gibt auch die meisten, sagen, sie können es lesen. Aber
Mir selber ist das auch zu klein. Ich werde das nochmal überarbeiten. Hier, was hat das bei? Ich will euch möglichst viel Platz lassen, aber auch möglichst viel Informationen mitteilen. Es fehlt zum Beispiel, wie gesagt, gut aufgepasst. Es fehlt auch die Liga-Info, um welche Liga es sich handelt. Danke dir, Ritter. Dir auch guten Hunger. Aber das werde ich nochmal nachbearbeiten hier. Das ist kein Ding. Also, nachdem ich mein Tool hier so ziemlich alle Grafiken schön rausschneiden kann und bearbeiten kann, kann man hier schon einiges anpassen. Es wird auf jeden Fall im Block von CNC bleiben, also kein modernes. Jo, jo. Ja, ist okay. Über Handy ist ja kein Wunder. Über Handy kannst du es auch nicht lesen. Oh, danke dir, Prof. Danke für das Abo. Ja, das mit dem Timer bleibt, das habe ich jetzt tatsächlich auch eingefügt bekommen heute noch. Ist aber auch nur gerade noch ein Prototyp. Ich habe das noch ein bisschen anders vor. Wie gesagt, ich bin immer permanent dabei, was zu ändern. Wir kommen langsam die Ziele näher. Spannend hier. Und das kann wehtun jetzt. Er hat hier deutlich mehr Zerstörer hingeschickt als vorher hier. Und hier, der Herrscher reagiert hier nicht. Absolut nicht. Was ist da los? Hat genug Kohle. Ah, ist unten rechts und links fixiert. Hier jetzt gerade. Ah, er sollte sich dringend aber um die Base kümmern. Sehr, sehr wichtig. Auch wenn ich keine große Reichweite hier habe. Es geht gerade mal bis hierhin. Kann er viel zerstören hier. Traut mich aber jetzt hier nach vorne. Oh, spannend. Herrscher wieder. Dritter Versuch. Alle guten Dinge sind drei. Das tut aber echt weh, ja. Da habt ihr komplett recht. Ja, das könnte, den könnte er auch noch hier zerstören. Den lässt er ihn aber. Unten rechts sammelt er sich. Da, Zerstörer unterwegs. Oh, die reichen auch. Oh, der muss sie da wegziehen. Ja, sehr gut, Reaper. Ah, nach diesem Match spielt übrigens der Reaper gegen den Alu. Unser, ne? Unser Aufsteiger spielt gegen den... Oh, Reaper, du warst in der mittleren Liga, ne? Gegen den verbleibenden mittleren Liga-Ligisten. Oh, 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 ich habe ja gesagt, das wird weh, aber die merken das nicht, ne? Die merken das beide nicht. Hallo? Guten Tag. Wir sind der Hörer. Er hat zu viel Verluste. Hätte ich nicht gemacht. Da wäre auch nicht mehr dran vorbeigekommen. Reicht nicht. Die Tesla-Panzer sind unwahrscheinlich effektiv als mobile Abwehr in der Base gegen Tanyas und Konsorten. Aber für einen Frontfallenangriff nicht gut geeignet. Nur wenn man sie tatsächlich beherzend in der Second Line halten kann. Und Tanks vor sich führt. Ja, noch ein spannendes Match. Es gibt zwei spannende Matches. Und zwar Matches. Ja, Kappa kann man wieder nicht sprechen, ne? Und zwar der Reaper gegen den Alu und der Reaper gegen den Untoten Drachen. Ich habe den Namen wieder falsch geschrieben, das ist mir aufgefallen. Ich habe, glaube ich, Untoten oder Untoten Drache. Nein, ich glaube, ich habe es richtig geschrieben. Das war bei der. Ich weiß es noch nicht. Ja, es ist eine richtige Materialschlacht zwischen den beiden. Und hier greift er tatsächlich weiter an. Hat ihn aber nicht das. Hat ihn nicht das Tech-Zentrum genommen. Ist hier bei mir nach oben gefahren. Nimmt die nix. Ah, hier. Jetzt weiß er muss mehr produzieren. Achtung, Geldsorgen bei beiden. Das ist es nämlich. Obwohl er hier so viel Kohle hat, kommt er hier nicht hinterher. Sammelt noch zu wenig. Und produziert wahrscheinlich fortlaufend Panzer und Schiffe. Geht natürlich richtig in die Knede. Was hier der Herrscher jetzt noch machen könnte, wäre sehr effektiv. Wenn er Tesla-Trooper bauen würde, nur Kohle, ne, ohne Kohle geht hier nichts.
Achtung. Zerstörer unterwegs. Oh, 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 oh. Ich kann mir vorstellen, dass er jetzt vielleicht mit beiden hier. Und mal Mechanics gebaut. Sehr schön. Sieht man selten. Gerade in der rechten Liga sieht man das selten, dass da auch Mechanics gebaut werden. Das ist sehr effektiv, wenn man Mechanics baut. Da war ein Erkundungsflieger. Ja, Markus, ich glaube, das kriegen wir gleich hin. Das Gute ist ja, deswegen haben wir uns auf 60 Minuten Spieldauer geeinigt, dass wenn Matches mal tatsächlich sehr zäh werden, das kann ja immer mal passieren, ne? Gerade bei gleiche Einheitenproduktion und gleichen Stellungswechseln, dann kann doch immer mal passieren, nach 60 Minuten ist es vorbei, also wir spielen keine 2 Stunden mehr. Aktuell sieht man hier bei beiden genau das, was ich erwartet habe, so eine Materialschlacht gerade noch. Noch keine Luftangriffe, sondern rein auf Panzer, ein bisschen hier tatsächlich noch auf Wasser. Ja, so 2, 3 gescheiterte Versuche. Hier ist so ein U-Boot hier vorne unterwegs. Tut aber nichts. Und da wird ein Sammler auseinandergenommen. Spannend ist auch diese Geschichte hier. Er sammelt hier wieder ein paar Einheiten, diesmal kein Tesla-Panzer. Ja, das mit den 60 Minuten finde ich auch, ist eine gute Entscheidung. Ja, Isekai, gerne, gerne. Nur ich gucke gleichzeitig auch so vom Gameplay, wie die beiden sich hier machen. Aktuell überlegt sich der Installateur das anders. Geht hier nach oben hin. Das wundert mich jetzt gerade so ein bisschen. Das hier, Achtung, liebe Zuschauer, ist hier gerade eine Einladung vom Installateur für den Herrscher. Mit diesen Einheiten könnt er jetzt diese Basis hier schroten. Das wäre ein sehr wichtiger Schachzug jetzt, den er machen müsste. Denn das ist sein Money Management hier vom Installateur. Also, go around. Ich bin mal gespannt, ob er das gleich tut. Ja, Blau hat definitiv Vorteile, aber genau deswegen muss er ja auch dahin, um ihm das Geld zu nehmen. Und aktuell sieht es hier auch gut aus. MBF ist hier gebaut. Er will sich hier nämlich auch jetzt breit machen. Er denkt genau dasselbe. Nur, es ist alles offen jetzt. Ja, Katastrophe. Meine Follows einblenden. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, warum das geht. Liebe TikToker, ihr seht übrigens das Spiel auch gerade live auf Twitch. Also für diejenigen, die auch Twitch nutzen, da habt ihr den Vorteil, dass ihr ein paar mehr Informationen euch entlocken könnt hier über Katastrophe LP und mehr Links zur Verfügung habt. Ansonsten, wenn ihr Fragen habt Richtung Liga und Teilnahme einer Liga, haut raus. Wir beantworten sie. Oh nein, das wird wieder eine Materialschlacht. Aber ich glaube, der Installateur hat hier auch angegriffen und die ersten Movement gemacht. Ja, bewegt sie schon. Er lässt sie nicht stehen. Ja, doch, ne? Oh, oh, ich glaube, das kriegt hier der Installateur noch hin, ja? Ich denke mal, werden so knapp 10 Panzer hier vom Installateur noch übrig bleiben. Da kann die Base jetzt auch gleich wieder Tschüss sagen. Die holt das nicht jetzt. Da holt der Installateur sich das. Eiskalt geholt. Eiskalt. Nein, Tim. Nur mal zum Verständnis. Es handelt sich hier um die Anfängerliga. Wir haben mehrere Ligen. Also das ist hier die... wir spielen hier 2 Anfänger aus unserer Anfängerliga gegeneinander. Da kann es durchaus mal passieren, dass die Tastenkombinationen noch nicht verwendet werden. Also bitte habt da Verständnis. Denn wir fördern hier auch Anfänger, sich jetzt zu behaupten, hier in diesem Genre.
Allerdings ist ja auch mit Geduld voranzugehen. Und die haben wir hier bei uns mit Katastrophe LP. Denn das ist so auch meine Intention. Ich möchte auch den Spielern, die selten nur die Gelegenheit haben und nicht zu Profis werden können, denen möchte ich die Chance geben. Und das klappt auch, denn mittlerweile gibt es viele Anfänger bei uns, also die wahren Anfänger, die schon Schritte gemacht haben, das ist echt der Wahnsinn. Ja, Rubinho, moin, schön fürs Zuschauen. Oh ja, da muss man aufpassen hier. Oh. Kein Problem, Tim. Manche Dinge kann man nicht wissen. Ja, ich glaube, wir haben hier ein Problem. Der Herrscher hat ein akutes Problem, Einheitenproblem. Er kann hier nichts mehr werden. Also das sieht nach einem Loose aus hier. Ja, und man sieht auch gerade, wie die Mechanics so extrem hier reparieren. Ne? Die lohnen sich wirklich. Ja, er verkauft. Er gibt sich geschlagen. Er gibt sich geschlagen. Oh. Das war's. GG hier an dem Installateur. Ich habe aber vom Aufbau auch vorhin schon hier beim Installateur hier auch gesehen, dass er da schon ein bisschen mehr Übung drin hat. Markus, hast du wieder Kanalpunkte gleich verloren? Liebe TikToker, nur weil ich lache, die Twitcher, die können ja Wetten abschließen, also Kanalpunkte verwetten. Und da gibt es so ein paar Talente, die gerne mal viel, viel Geld verlieren. Also nicht Geld, sondern Kanalpunkte. Geld kostet das nichts. Und immer so nice Move, wenn einer mal eben 50.000 verliert oder so. Ah, ja, jetzt müssen sie natürlich hier den Rest auch zerstören. Das ist wichtig. Wie gesagt, beide sind neu in der Liga, beide nervös, hundertprozentig. Das werde ich die beiden gleich auch nochmal fragen. Davon auch sein. Ist auch klar, wenn man weiß, okay, ich bin gerade als Anfänger, oh, live jetzt vor vielen Zuschauern bei Twitch und bei TikTok spielen. Das ist ja nicht immer jedermanns Sache. Und wenn man dann noch weiß, dass diese Aufnahmen im Nachhinein dann bei uns auf YouTube bei YouTube hochgeladen werden, die könnt ihr euch nachträglich auf YouTube auch anschauen, diese ganzen Matches. Alles kein Problem. Ja. Die Frage ist, aktuell dürfen sie immer noch unentschieden spielen. Dafür hat er 28 Minuten noch Zeit hier, der Herrscher. Die Frage ist, ob er das schafft. Oder ob er sagt, nö, ich werde mich jetzt geschlagen geben und einfach mal Hallo sagen. Wir haben alle mal klein angefangen. Genau, Chris. Genau. Und ich freue mich sehr, sehr über diesen Zugang. Denn wie ich es mitgekriegt habe, haben die beiden auch sehr, sehr viel Spaß. Unsere Community, auch die Profis, die lieben ihr Hobby so sehr, dass sie auch gerne, wie gesagt, Nachhilfestunden geben und auch sich Zeit nehmen für Anfänger. Also ich kann euch unsere Community nur empfehlen. Ja, er geht tatsächlich in die Nähe. Versucht nochmal. Da flitzen die alle. Aber wie die flitzen? Ja, jetzt muss er abtauchen. Abtauchen. So, und gleich die nächsten Affen. Ja. Nee, das macht er nicht. Also Verstecken spielt er hier nicht. Match ist tatsächlich beendet hier bei den beiden. Ich werde mal runtergehen. Den beiden. Rechtsführung beendet. Moin, ihr beiden. Hallo. Schönes erstes Match. Wie ging es? Sag mal, seid ihr nervös gewesen? Nö. Ja, am Anfang, ja, ich hatte das vergessen mit Einstellen, ne, da war schon ein bisschen Nervosität dabei. Darf man haben. Darf man total haben. Und vollstes Verständnis dafür, definitiv. Jeder fängt hier mal neu an. Und das ist tatsächlich, aber es ist ein gutes Match, also Vorzeigeparadebeispiel gewesen, dieser Unterschiede. Und auch wie schwer diese Map eigentlich zu spielen ist, ne? Die ist total schwer zu spielen. Ja.
Ja, die ist echt nicht leicht, denn wir haben mehrere Probleme hier bei dieser Map. Denn erstmal Platzproblem mit Panzern hier durchzukommen, durch die kleinen Engen. Dann habt ihr auch das mit dem Wasserproblem. Vor allem, ihr habt beide keinen Kreuzer, also du hast keinen Kreuzer gebaut, Installateur, und kein Raketen-U-Boot, ne? Oder? Doch, das aber, was hätte ich mit dem Raketen-U-Boot machen sollen? Stimmt. Kreuzer habe ich erst gebaut, wo ich sicher war, der wird nicht direkt down geschossen. Ja, mit dem Raketen-U-Boot hättest du tatsächlich eine Menge machen können. Du hättest ihn unten so sagen. Ja, oh, die Schiffe, als ich das gesehen habe, was er für Schiffe unten hatte, ziehe ich da das Raketen-U-Boot nicht hin. Ja, natürlich. Natürlich. Hätte die Fahrerkette, sage ich auch immer so schön. Nur oben links hatte er tatsächlich nichts weggeschoben. Alles über. Doch, ganz rechts unten in der Ecke hatte ich eins, das als Absicherung. Ja, das habe ich natürlich auch gesehen. Das habe ich tatsächlich auch schon gesehen. Das war aber eine Materialschlacht bei euch beiden, ne? Ja. Aber sowas von. Und das Geldproblem zum Ende. Das war auch ein Problem. Bei mir, ja, weil meine Gefahren sind bis nach Meppen. Ja. Fahren Sie mal. Oh. Fahren. Oh, Moonfire hat 1110 Kanalpunkte gewonnen. Yay, Glückwunsch! Hat auch einen richtigen Sieger gepackt. Guck mal, hier die Wetten schon auf euch. Ja. Oh. Ich hab nichts von mitbekommen. Ich auch nicht. Nee. Das könnt ihr später in der Wiederholung oder heute Nacht in der Wiederholung bei Twitch sehen. Da könnt ihr auch die Chat nachlesen. Das ist alles kein. Ja, YouTube wird auch die Tage natürlich auch wie gewohnt immer veröffentlicht. Aber trotzdem, ein klasse. Mich freut das, dass ihr bei uns hier in der Liga mitspielt. Und ich glaube, ihr seid in der Liga 1 oder Liga. Liga 2 seid ihr, ne? Liga 1. Liga Leicht 2, ja. Ja, Liga Leicht 2, genau. Und dadurch kriegt ihr leider nicht auf die alten. Die sind nämlich alle in der Liga 1. Das hätte nämlich auch spannend werden können. Also habt ihr jetzt alle gleiches Los, gleiches Glück, alles neue Spieler. Ist für uns ganz gut vielleicht, weil wir kennen deren Taktik nicht, weil es alles neue Spieler sind. Bis auf ich und Installateur, deswegen ist Installateur so hart auf Wasser gegangen. Und die kennen unsere Taktik nicht. Das wäre jetzt bei den alten Spielern anders, weil wir jeden Tag mit denen spielen. Ja, das stimmt. Ja, richtig. Und ihr hättet auch den entscheidenden Vorteil, ihr könntet die auch analysieren. Das ist ja schon lange passiert in meinen 2 Wochen, wo ich hier bin. Ja, die letzten Wochen sind viele bei uns zugekommen, die viel YouTube geguckt haben bei uns. Also viel die Wiederholung angeschaut haben. Oder auch so, man kann ja die Wiederholung selbst aus dem Spiel heraus ja auch anschauen. Aber schon interessant. Was ihr beide, was ich sehr gut fandet, ist, dass ihr schon mit Rockets gearbeitet habt. Also dass ihr die Rockets hier in der Base verteilt habt. Weil das ist immer so einer der wichtigsten Punkte, die man auch gerne mal machen und tun sollte. Gegen einen Luftangriff. Ja, das war das erste, was Redet mir beigebracht hat. Ja. Dann hast du es trotzdem beim ersten Mal verkackt mit deinem Technologiezentrum. Nur Strich. Dreimal hintereinander. Ich habe kein Backup gebaut. Strich? Ich glaube, die beiden kennen das noch nicht. Ach so. Wer flucht im Live, der kriegt einen Strich. Ja, du hast geschimpft. Du hast geschimpft. Und diese Schimpfen, das kostet einen Strich. Und ein Strich kostet 10 Cent. Und bei 50 Strichen bist du fällig. Alles klar. Dann gibt's was in die Kaffeekasse. Striche sammeln. Achtung, Achtung. Ich hoffe, das gibt's auch beim Finanzamt an. Nee, ist ja nicht meine Kasse. So, wunderbar. Also, ich werde mich verabschieden von euch und die nächsten ins Match ziehen. Ja. Switch mal ruhig in die Laberecke, da hören wir uns vielleicht, sehen wir uns ja gleich, weil ich melde mich da jetzt auch mal an bei den anderen. Und alles klar. Vielen Dank für euer nettes Spiel. Jo, sehr gerne.